Also das Projekt ist noch relativ neu. Das gibt es jetzt seit ungefähr 2 Monaten. Deswegen habe ich da noch nicht so viel Erfahrung sammeln können. Aber ich würde mir wünschen, dass sich das ein bisschen mehr etabliert. Also wir haben jetzt 100 Ehrenamtliche, die da mitarbeiten, aber es sind 300 Flüchtlinge in dem Sinne. Und ich finde es sehr schade, dass da halt, es ist zwar schon sehr viel Engagement, 100 Studenten sind schon eine Menge, gerade so, weil es halt neben der Uni läuft, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr etabliert wird in der Uni, dass viel mehr Werbung gemacht wird, dass vielleicht auch darauf aufmerksam gemacht wird, wie wichtig es eigentlich ist, sich so zu beschäftigen, das neben dem Studium zu machen. Klar ist es viel Zeit, die drauf geht, aber ich denke, es sind viele Lebenserfahrungen, die man macht, und es wäre halt wichtig, dass das, dass es weitergetragen wird und dass die Hochschule sich auch darum bemüht, dass das einfach einen Weg findet und auch ein Ziel hat. Und nicht nur so nebenbei läuft, sondern dass das wirklich unterstützt wird, in jeglicher Form. Ich habe mich vorher nicht ehrenamtlich engagiert, also zumindest nicht an der Hochschule. Und habe mir aber immer vorgenommen, okay, ich will auf jeden Fall was mit Flüchtlingen machen und ich möchte mich eigentlich engagieren. Und habe das jetzt als Chance gesehen, die Zeit so zu investieren. Und habe für mich halt selbst gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, sich mit anderen Menschen auszutauschen, andere Kulturen wirklich so nah kennenzulernen und nicht nur so anzureißen, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was hat die Menschen bewegt, hier hinzukommen, wie geht es ihnen hier, also so ganz simple Fragen. Und mich hat es halt auch insofern beeinflusst, dass ich ganz viele Leute aus meinem Umkreis ein bisschen damit eingesteckt habe und denen das erzählt habe, darin aufgegangen bin und so ein bisschen motivieren konnte.